Lebe dich. Lebe deine Essenz. Lebe dich selbst. Wir haben Zeiten, die sehr kräftig sind, die immer wieder irgendwo herumzwicken, uns irgendwo hinzerren, uns verpflanzen mögen, du musst dich da herstellen und du musst dies oder jenes machen. Sehr viele Vorschriften, sehr viele Gebote, sehr viele Verbote. Was wird uns erzählt? Und wenn wir uns die heutige Situation anschauen, Krieg in der Ukraine. Wem hilft das? Wer mag das? Wer mag Krieg mit Waffen? Wer mag bis hin zum Äußersten gehen? Wenn du dir die Leute in deiner Umgebung anschaust, Familie, Freunde, Leuten, denen du auf der Straße begegnest, wenn du spazieren gehst, in deinem täglichen Leben, mag da jemand Krieg? Wohl kaum. Und dieser Krieg findet nicht nur im Außen statt. Auch im Innern, in uns selbst. Lebe dich. Du kannst deinen Krieg leben oder dich selbst. Deine Essenz, das, was dich ausmacht. Und stell dir mal vor, ihr kennt diesen Ausspruch. Irgendwer ruft Krieg aus, und keiner geht hin. Und wenn wir uns anschauen, das Szenario, das gerade sich um diese Welt seit einigen Jahren bewegt, für uns seit einigen Jahren erkennbar, wahrnehmbar, wo sehr viel Angst gestreut wird, wo immer wieder Behauptungen aufgestellt werden, uns Geschichten erzählt werden, oft Horrorgeschichten, die gar nicht mehr jugendfrei sind. Und diese Geschichten lenken uns ab von unserem Wesentlichen, von unserer Essenz. Wir holen uns nun die Botschaft raus, was unterstützt uns in dieser kräftig zerrenden Welt, in dieser Welt, die alles andere ist als, und du kennst deine Antwort. In dieser Welt, wo wir die Natur genießen können, wo wir Nahrungsmittel, Lebensmittel, wohlgemerkt Lebensmittel, sehr, sehr viele haben, beinahe im Überfluss, wo wir ein einfaches, gemütliches, sehr sorgenfreies Zusammenleben haben. Und doch gibt es immer wieder eine Handvoll von Menschen, eine ganz kleine Gruppe, die immer wieder stichelt und immer wieder in dieses reindrückt und so aus der Balance haut, in Angst bringt, in Sorge bringt, in Rage bringt oder wie auch immer. Und genau hier ist es wichtig, und ich habe heute die Männeressenz, in diese männliche Kraft zu gehen. Und diese männliche Kraft ist diese Bestimmtheit, dieses Agieren, dieses Tun in sich selbst, diese Kraft, die in uns steckt, diese männliche Kraft, auch in die Welt zu bringen. Und diese männliche Kraft heißt doch tun, umsetzen.
Und diese männliche Kraft kann auch die Verwechslung mit Krieg sein. Nur die männliche Kraft, die uns in uns steckt, ist rausgehen. Gehen wir einmal kurz in der Evolution einige Schritte zurück. Wie war es früher? Da gab es die Aufgaben der Frauen, zu Hause sein, Essen zu bereiten, den Haushalt zu machen und die Tiere vielleicht zu hüten. Und die Aufgabe der Männer war es, rauszugehen, zu sammeln, Nahrung für die Familie zu bringen, Nahrung für sich selbst zu haben. Und in diesem gemeinsamen, füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen, diese männliche Kraft zu leben. Diese Kraft für sich selbst, für die Familie, für die Freunde. Man hat damals geteilt, wenn jemand etwas über hatte oder sehr, sehr viel nach Hause bringen konnte, man konnte es ja nicht lagern, wurde das Dorf zusammengerufen, der Stamm zusammengerufen, wir haben hier so viel, bitte nehmt euch das, was ihr braucht. Und dieses Teilen war selbstverständlich. Das heißt, man hat auch auf den anderen geschaut. Dieses Miteinander, dieses männliche, bestimmte Miteinander. Und dieses Miteinander ist jetzt genau wichtig. Raus aus diesen Ablenkungen. Wann sind denn die Kriege entstanden? Erst viel später, als man genug hatte, respektive wenn genommen wurde. Und in dieser Zeit wird auch genommen, sehr viel von unserem Leben genommen. Und hier gilt es, aufzustehen, in seiner männlichen Präsenz zu sein und Entscheidungen, klare Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Was ist wichtig für diese männliche Energie? Was ist wichtig in diesem Szenario, das uns gerade angeboten? Was ist wichtig hier für uns selbst? Egal ob Männlein, Weiblein, jung, alt, groß, klein. Selbstbestimmt zu sagen, das ist wichtig, das ist die Essenz meines Lebens. Und wenn wir es schaffen, dass bei vielen Leuten, beinahe bei allen, die Essenz des Lebens das Leben ist, dann sind diese Horrorszenarien, diese Kriege, dieses Hickhack, diese Angst abgesagt. Die Männeressenz, die männliche Energie für dich.